Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, da ich leider nicht weiß, ob das eine Quest wird, ich bin jetzt gerade genau hier, also ja, auf der Karte oberhalb vom Anwesen des Bürgermeisters und ein bisschen rechts von den Reflexionsfeldern hier an dem Haus. Und da steht: Durchsuche Heuhaufen. Ah, und wir haben eine Quest angenommen und eine halb angefressene Karotte erhalten. Da ich jetzt aber leider nicht die Zeit habe, irgendetwas aufzunehmen, mache ich hier einen kleinen Cut und mache die Quest dann ja, für euch jetzt direkt gleich weiter, für mich etwas später. Palia, ich wollte eigentlich mit euch jetzt zu Zeki laufen, aber irgendwie, ja, finde ich ihn nicht. Keine Ahnung, wo der Kerl jetzt schon wieder ist. Da steht, ich sollte bis Mitternacht mich mit ihm treffen, aber ich kann ihn hier nirgendwo in der Leiste sehen. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich in den Untergrund hätte gehen müssen oder so. Was ist das denn hier oben? Ach so, das sind die. Okay, ich weiß nicht, ob ich in den Untergrund hätte gehen müssen oder woanders hin, keine Ahnung. Aber es passiert einfach nichts. Ich wollte mal gucken, hier hinten. Da ist ja auch noch mal so alles schön hergerichtet. Aber, hier ist offenbar kein Fest. Also ich war jetzt hier schon diverse Male und egal zu welcher Uhrzeit ich hier war, irgendwie ist hier nie irgendetwas, was man benutzen kann. Auch wenn es ganz cool aussieht hier von den Ecken her. Ja, schade. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Moment, hier gibt es eine Kasse. Rotes Winterlichtgeschenk kann man sich kaufen. Das nehme ich doch mal. Das nehme ich doch tatsächlich mal. Beziehungsweise die drei Geschenke. Die kann ich dann einfach unter den Baum legen. Herbstblätter. Winterlichte Wurstwaren. Ja, kaufen wir die auch mal. Ich hoffe, es ist Deko. Herbstblätter. Na gut, nicht so wirklich. Also anscheinend kann man hier zumindest etwas kaufen, aber egal wann ich hier gewesen bin, wie gesagt, hier war nie irgendetwas los, was ich sehr, sehr schade finde, weil das doch halt sehr nach einem Event oder so aussieht, aber man kann halt eben hier nichts machen. Zeki habe ich auch nicht gefunden. Ich hatte ihn auch leider nirgendwo auf der Karte stehen. Das heißt, da weiß ich leider auch nicht, was ich machen soll. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist, wie heißt er, Nayu abzufangen. Doch, muss ich doch hier hochlaufen. Beziehungsweise, ich kann dann ja eigentlich, wenn er schon schlafen gegangen ist, auch noch mal. Jetzt ist er natürlich gerade schlafen gegangen. Natürlich muss er in dem Moment, wo man gerade über ihn spricht, schlafen gehen. Das war ja sowas von klar. Wir sollten übrigens noch mal ein bisschen Fokusenergie nehmen. Wir haben nämlich einiges gemacht. Natürlich alles ohne Fokusenergie. So, ich denke mal, du bist hier drin. Und die anderen hier oben. Ja, sehr schön. Dann reden wir doch mal mit ihm. So, plaudern können wir auch. Ah, er hat auch die andere Karotte. Ja, stimmt. Das hatte ich ja gesehen, als ich noch die restlichen Kerzen angezündet hatten. Also erstmal hier bitte, um die Quest abzuschließen. Du hast alles. Puh, das erspart mir jede Menge Zeit. Während du weg warst, habe ich einige ihrer liebsten Nachspeisen für sie gezaubert. Mama sagt immer, dass man mit vollem Magen nicht böse sein kann. Ich erzähle dir dann später, wie es gelaufen ist, ja? Danke, Gameplayerin. Ich verspreche dir, das ist das letzte Mal, dass du meine Haut retten musst. Ja, das sagen sie alle. Hör mal, Nayu, ich habe eine halb aufgefressene Karotte gefunden. Oh, ja, die ist von Zuckerfuß. Seit ein paar Tagen ist sie nicht mehr die alte. Was stimmt denn nicht mit Zuckerfuß? Sie ist total deprimiert, aber es ist sogar noch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Dieses Jahr hat unsere Familie wirklich alles gegeben, um Zuckerfuß hervorzuheben. Wir haben sogar einen sehr teuren Pfleger eingestellt, um ihre Mähne für den Wettbewerb zu stylen. Aber Meize, Martingales Riff Rock donnernde Eleganz hat wieder alle Blicke auf sich gezogen. Seitdem verschmäht Zuckerbein ihr Futter und ignoriert Butterkügelchen. Ich mache mir Sorgen, dass sie noch richtig krank wird. Kenyatta würde mir das nie verzeihen, wenn Zuckerfuß etwas zustößt. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, Zuckerfuß das Gefühl zu geben, sie wäre die wahre Gewinnerin.
Vielleicht können wir Zuckerfuß ja eine Trophäe basteln. Das ist eine richtig gute Idee. Lass mich kurz nachdenken. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält immer eine riesige blaue Schleife. Wer im Dorf könnte bloß eine so große Schleife nähen? Ja, das kann ich dir sagen. Mit Auni kann ich nicht reden. Okay, dann reden wir nochmal kurz mit Delilah. Mit der können wir nochmal schnell plaudern, wenn ich schon mal hier bin. Und Steuerung F. Was sind das für eine Kombination? So, tut mir leid, Jungs und Mädels, dass ich euch jetzt hier mitten im Schlaf stören muss. Aber das war jetzt wichtig. So, finde ein Sheep haben wir immer noch drin. Wieso bin ich hier immer ganz unten neuerdings? Das wird noch was dauern. Nicht hungrig, das stellen wir mal nach oben und der Rest ist jetzt abgeschlossen. Okay. Sehr schön. Moment, was waren da gerade? Achso, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ja, ist okay. Ja, jetzt bin ich mal gerade... Achso, er soll das machen. Ich dachte jetzt eigentlich eher... Ja gut, Tisch ist ja eigentlich... Nee, stimmt schon. Ach nee, mit dir habe ich doch gerade gesprochen. Hä, wieso kommst du mir jetzt entgegen? So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Jill. Wenn ich denn herausgefunden habe, wo er überhaupt ist. Er ist ja scheinbar ziemlich... Scheinbar ziemlich weit weg. So, wenn ich dann irgendwann meine Zunge wieder da habe, wo sie sein soll und wieder vernünftig reden kann. Stimmt, du hast ja Nachtschicht. Kann ich mit dir auch mal kurz plaudern hier? Wo ist er denn jetzt? Ist doch... Ach nee, ist noch weiter weg. Dann sah das nur so aus, als ob er direkt in der Nähe war, weil Kenyatta hier gerade gestanden hat. Was macht der denn da? Ist er da irgendwo am Wasser oder was? Ach, da hinten. Ja, doch, da habe ich ihn auch schon mal gesehen. Das stimmt. Muss mal ein bisschen länger laufen heute. Die Ruhe tut mir auch mal gut, weil ich habe wahnsinnige Migräne heute wieder. What a beautiful day to create art. Wie darf ich behilflich sein? Erstmal kurz mit mir plaudern und dann... Das Karottendrama erklären. Ich verstehe. Eine Gewinnerschleife für Nyrox Riffrock. Ich habe noch nie etwas entworfen, das von einer so großen Kreatur getragen werden soll. Aber in meinem Atelier habe ich Vorlagen für alle Kleidergrößen. Bring mir die folgenden Materialien und ich werde etwas für Zuckerfuß entwerfen. Welche denn? Fünfmal Stoff, fünfmal gemeiner Blaufalter. Oh, Leute, ist das euer Ernst? Wo kriege ich denn jetzt schon wieder den gemeinen Blaufalter her? Ich meine, so in etwa, wo ich den herkriege, weiß ich, aber... Oh, das ist so ätzend, sich da um die ganzen Viecher zu kümmern. So, ganz wichtig, diese Blumen hier. Na gut, Stoff, bin ich ehrlich gesagt gerade so verzweifelt, dass ich mir den sogar kaufen würde. 9300. Stoff war bei ihm doch selber, oder nicht? Wenn ich den kaufen möchte. Ich meine, das war bei Jell selber. Muss ich mal gucken. Kann auch sein, dass ich das bei Tisch kaufen konnte. Da bin ich jetzt ein bisschen näher dran. Eben schauen. Da kann ich doch auch so einkaufen gehen, ne? Stoff, genau. Brauchen wir fünfmal, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, das jetzt wieder alles umzuwandeln und weiß ich nicht alles. Gemeiner Blaufalter. Tja, ich würde sagen, ich mache mich da jetzt mal auf den Weg. Könnte sein, dass ich den hier irgendwo kriege.
bin mir jetzt nicht sicher, in welche Ecke der jetzt genau gewesen ist. Ich weiß, dass hier auch irgendwelche Viecher rumflattern, aber was jetzt genau, das kann ich jetzt nicht sagen. Sehr schön, wilder Knoblauch haben wir auch. Den habe ich in der Tat sehr, sehr selten gesehen. Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Achso, doch, ich bin doch da, wo ich sein will. Also, ich schaue mich dann hier nochmal so ein bisschen um, ob ich hier irgendwelche gemeinen Laufhalter sehe. Das waren sie nicht. Und schalt euch dann wieder hinzu, wenn ich genug habe, beziehungsweise sag euch dann auch, wo ich die gefunden habe. Wobei das, glaube ich, schon der erste ist, oder? Gemeiner Blaufalter. Ah, sehr schön. Also hat mich mein Erinnerungsvermögen doch nicht so getrübt. Hier flattern sie rum. Zwei. Ach, ich brauche nur drei und keine fünf. Ach, guck mal. Euch brauche ich nicht. Achso, du bist hier so ein Dingsviech. Da hinten ist der letzte. Ja, perfekt. Perfekt. Dann können wir jetzt auch wieder direkt zurück zu Jell. Vielen Dank, vielen Dank. Also hier hinten bei Auni und Co. Da hat mich mein Gedächtnis doch nicht getrübt. Da findet ihr auf jeden Fall Blaufalter. Es sei denn natürlich, dass die jetzt gerade alle abgefarmt wurden. Da müsst ihr dann einen Moment warten, aber da werdet ihr auf jeden Fall schnell fündig. Und er ist sogar noch wach oder wieder wach, wie auch immer. Ich würde mal sagen, er ist wieder wach eigentlich. Andererseits, er ist ja eben noch spazieren gewesen. Nee, wir müssen jetzt erstmal wieder so lange dahin laufen. Na toll. Dann werde ich erstmal dahin laufen und hatte ich dich schon zum Quatschen? Nein, hatte ich noch nicht. Es dauert ja immer gefühlt 10 Jahre mindestens, bis wir dann da mal ein Level abkriegen. Dann werde ich mich jetzt da erstmal hinbegeben und dann sehen wir uns gleich bei Jell wieder. Bis gleich. Jell, ich muss dir die Sachen geben. Life's too short to spend it badly dressed. Mhm. Ich habe die Materialien für die Schleife. Zauberhaft. Nur ein paar Nadelstiche hier und dort und voila. Ja. Wie ein guter Schneider es nun mal so tut, hat er natürlich direkt sein Nähkästchen dabei. Eine handgenähte Rosettenschleife aus dem Hause Jell. Ich werde sie schnellstens an Nayo schicken. Ich kann sie ihm auch gerne geben, aber okay. Das dürfte das erste Mal sein, dass sich ein Tier eine meiner Kreationen trägt. Farewell, fair traveler. Ja, ist doch schön, wenn er sich darüber freut, dann sind alle glücklich. Gut, dann würde ich sagen, sammle 4 ungewöhnliche Insekten, finde einen Jeep. Jeep-technisch können wir irgendwie immer noch nichts machen, ne? Da musstest du Level 4 haben, meine ich. Und das haben wir bisher noch bei keinem einzigen. Und unser guter Hodari ist auch immer noch nicht so hoch, dass wir ihm die Schokolade schenken können. Die haben wir immer noch vergebens verkauft. Naja, vergebens nicht ganz, ne, weil irgendwann habe ich ihn. Da muss er die Schokolade essen, ob er will oder nicht. So, sprech mal mit dir nochmal kurz. Ich habe viele Fische heute gefangen und habe sie alle genannt. Ich muss gehen. Ich habe viele Gills zu feeden. Ja, ist ja alles gut. Ja, dann würde ich sagen, sprecht zwischen 18 Uhr und Mitternacht mit Zeki. Das Problem ist nur, ich weiß nicht wo. Es kann sein, dass ich irgendwas jetzt nicht mehr so im Kopf habe, also dass wir mit ihm im Untergrund sprechen müssen. Was dämlich wäre, weil da steht Blicke zum Himmel. Ich würde einfach mal sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ich mich schon mal... Oder ich vielleicht nochmal mit ihm spreche. Vielleicht sagt er nochmal was dazu. Also gibt nochmal irgendeinen kleinen Hinweis oder sowas. Und wir sehen uns dann gegen 18 Uhr wieder. Also sprich 6 Uhr abends. Wenn ich dann nochmal versuche, Zeki zu finden. Bis gleich.
ist das denn? Nein, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ihr Lieben, ich habe gerade reingeschaltet, hoffe ich. Ich habe was ganz Tolles. Und zwar, ich hoffe, das reicht. Achso, ich muss ja sowieso erstmal die Erde machen. Hallo? Du solltest das eigentlich ausrüsten. Wir werden jetzt heute das anpflanzen, was ich schon die ganze Zeit anpflanzen wollte. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß nämlich nicht, ob das reicht mit... Doch, es reicht mit einem. Ach, benötigt 9 Felder. Okay. Dann machen wir hier erstmal weiter. Der braucht also das Komplette. Ich dachte immer, der braucht auch 4 wie bei den Büschen. Oh, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Wir haben es endlich geschafft. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir den her haben. Oh. Aber wir können unseren ersten Apfelbaum pflanzen. Und ich bin jetzt hier gerade so neben mir, aber im positiven Sinne, dass ich hier überhaupt gar nicht mehr weiß, oh, was ich hier gerade mache. Wie geil ist das denn bitte? Da kommt ein Apfelbäumchen hin. Ah, ist das klasse. Nehmen wir hier nochmal eben schnell das Unkraut mit raus. Eigentlich wollte ich ja warten und euch dann gleich wieder hinzufügen, wenn der Rest soweit ist. Also wegen Mitternacht. Nee, ich wollte nicht gießen. Ich wollte das Ding auffüllen. Aber ich fand das jetzt gerade so genial, als ich das gesehen habe mit den, mit dem Apfelbaum, dass ich den machen kann. Übrigens, ich habe... Achso, das ist mein Begleiter. Ich habe in der Zwischenzeit hier die Geschenke schon mal vor den Baum gestellt. Und damit es ein bisschen weihnachtlicher aussieht, ja, es war Deko, habe ich mir dieses Teil hier draufgestellt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das nicht vielleicht andersrum hätte draufstellen sollen. Ja, das war das Einzige, genau. Die Sachen habe ich noch hier gemacht. Das nur zur Info. Dann schmeiße ich jetzt mal eben noch ganz schnell... Ich bin jetzt gerade... Doch, hier ist es drin. Dann kann ich hier nämlich nochmal eben Barren mitmachen. Ja, und dann warte ich jetzt wirklich darauf, dass es 18 Uhr wird, sodass ich dann gleich hoffentlich irgendwo Zeki finden kann. Bis gleich! Achso, halt, eine Sache wollte ich noch machen. Nochmal kurz den Briefkasten öffnen. Naju, sei gegrüßt, Gameplayerin. Ich konnte es kaum erwarten, dies mit euch zu teilen. Zuckerfuß ist wieder zu ihrem temperamentvollen Selbst zurückgekehrt. Sie liebt ihre neue Siegerschleife. Ich habe sie noch nie so lebhaft in ihrem Gehege herumgaloppieren sehen. Ich bin froh zu sehen, dass sie sich wie früher verhält. Manchmal unterschätzen wir diese majestätischen Kreaturen und vergessen, dass auch sie komplexe Wesen mit Emotionen wie wir sind. Bitte nimm dies als Zeichen meiner und Zuckerfuß Dankbarkeit. 10 Karotten. Also Samen. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Danke nochmal für deine Hilfe. Du hast dich für mich wirklich ins Zeug gelegt. Ich weiß nicht, ob mir ein anderer Mensch auch so beigestanden hätte. Wenn du in meiner Nähe bist, fühle ich mich immer so entspannt und das ist sehr schön. Kenyetta und Mama sind offenbar nicht mehr sauer auf mich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wann immer du mich brauchst, komm zu mir, okay? Ich habe einen Ersatzschlüssel für den in den Umschlag gelegt und eine Nascherei noch dazu. Ah, ist das geil. Weißt du, jetzt kriege ich wieder die ganzen Blaubeerkuchen, ne? Jetzt. Jetzt, wo ich diese Quest schon lange durch hatte. Aber ich habe einen Schlüssel, nicht zu seinen Herzen, aber zu seinem Apartment bekommen. Wie geil ist das denn? Das heißt, ich gucke nochmal eben schnell nach. Genau, das heißt, dass er, ja gut, nicht auf 3 ist, sondern auf 3,5. Und auf 4 erreiche diese, um diese Quest mit ihm freizuschalten. Geht es wohl irgendwie mal wieder ums Erreichen irgendeiner Kür sozusagen. Ach, hier unten, das hat mit romantischen, also mit Romanzen zu tun anscheinend, weil da steht das nämlich jetzt hinter. Oh, okay. Sifu dürfte auch bald durch sein, wenn ich die noch ein paar Mal begrüße. Sollte sie auch noch eine neue Quest für uns haben? Ja, und Zeki sind wir ja gerade noch dran. Geil, geil, geil. Ich sag trotzdem mal, bis 18 Uhr. Ciao.
So, wir haben jetzt 5:30 und ich habe mir einfach mal vorgenommen, dass ich Zeki jetzt einfach mal folge, damit ich weiß, wo ich eigentlich mit ihm hin soll. Ja, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wir müssen Zeki folgen. Wo geht er hin? Scheinbar hat da noch einer die Idee. Oder sie will mich einfach nur ärgern. Ich weiß es nicht. Er geht jetzt hier rein. Und er wird alle Nase lang natürlich von jemandem angehalten, der mit ihm plaudern möchte. Ich meine, ich kann es ja verstehen, klar, dazu ist es ja da und so muss es halt gelevelt werden. Ist halt eine sehr umständliche Art und Weise. Aber ich muss wissen, wo er um 6 Uhr ist. Ich muss es einfach wissen. Im Moment geht er hier hin. Bleibt er jetzt hier stehen? Ich meine, wir haben jetzt noch eine Minute, die warten wir jetzt noch eben ab. Try not to break stuff. Ah, perfekt. Heute ist es soweit. Das ist nicht irgendein Tag, das ist dein Tag. Ich bin bereit, eine Strömungsbatterie zu befreien. Bist du sicher, dass du anfangen willst? Ja, lass uns das machen. Ich habe jetzt 2 Tage darauf gewartet. Lass uns das jetzt machen. Nach dir, okay. Okay, finde einen Weg, Esche abzulenken. Ich weiß gar nicht, wo Esche überhaupt ist. Hallo, Esche. Reden wir mal mit dir. Vielleicht Why weiß should er, you wie wir just sie stop ablenken by? können. Ah, Gameplayerin, willkommen, willkommen. Bitte genieße die Party. Zumindest einer von uns muss es tun. Looking forward to our next conversation. Ja, wir haben ja ganz viele. Ich denke mal, das bedeutet, dass wir die alle anquatschen können, theoretisch. Damit die sie ablenken. Ist aber keiner hier oben, ne? Die sind alle nur unten. Mal It's a schauen. good thing you popped by. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Kenley und Esche die ganze Nacht miteinander habe reden sehen. So schade. Annie looks up to you. Make sure to sit. I can always make some time for a buddy. Partys von alten Leuten sind so langweilig. Hey, hast du Lust, im Garten ein paar Insekten zu fangen oder so? Das klingt nach einer großartigen Idee. Gut, ich treffe dich bei. Oh, verdammt. Mama schaut gerade her. Wir müssen das später machen. Boomer. Oh, do you have to go? Okay, dann machen wir das später. Ah, Moment, Moment. Was ist Oh, mit got dir? any new theories? Die Silberschwinge erwartet dich, mein lieber Assistent. Oh, ich kann jetzt fast deine erstarrten Schreie hören. Wusstest du, dass der Gesang einer Silberschwinge jeden Zuhörer innerhalb einer Sekunde in eine Kröte verwandeln kann? Faszinierend, einfach faszinierend. Wenn du in einen Frosch verwandelt wirst, verspreche ich natürlich gut auf dich aufzupassen. Jeden Tag frische Fliegen. Oh, brauchst du irgendetwas? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wirklich? Mit was denn? Wir erklären ihr mal die Situation. Ich verstehe. Tja, zufälligerweise habe ich hier die perfekte Ablenkung. Ein Beutelchen mit Schluckaufpulver. Ich habe es immer bei mir, falls ich von einem Gillyfoot überfallen werde. Okay. Streue dies in die Suppe und du wirst sicher für Ablenkung sorgen. Glücklicherweise bin ich selbst eher eine Salatfrau. Okay. Aber wie soll ich das in den Salat? Ich plaudere mit dir auch noch mal ein bisschen. Letztes Jahr gab es mehr Fleisch. Ja, vielleicht haben sie ja jetzt im Moment nicht genug gefangen. Kann ja sein. Das war hier der Nebenraum. Wo sind wir eigentlich jetzt? Sind wir hier beim Bürgermeister? Ich glaube ja, ne? Looks like a great harvest this year. Dieses graue Zeug ist köstlich. Oh, hey, Gameplayerin. That was fun. Aber wo ist ihre Suppe? You humans and your culture Habe ich of dich eingeladen? familiarity. Macht nichts. Versuch nur, keine Unordnung zu machen. Come speak to me again, after you've done something. Ja. Hier sind so wie so Stände aufgebaut. Hey, what's poppin'? Das Essen bei diesen Veranstaltungen ist immer erstklassig. Aber ich kann nicht behaupten, dass Kenley einen guten Musikgeschmack hat, wenn er nur eine andere Schallplatte hätte. Das habe ich im Zimmer eins der Jungs gefunden. Vielleicht bringt das etwas Schwung in die Sache. I'll see you around, unless I see you a square.
Hallo, Tau. Puff. Tau wedelt glücklich mit dem Schwanz und leckt deine Hand. Das ist doch schön. Solange Hassian das nicht macht. Ich bin nicht hier, um Kontakte zu knüpfen. Kein Problem, ich auch nicht. Ich suche eigentlich nur die Suppe. Ah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich frage mich, ob ich selbst jemals zu einer Jubiläumsfeier kommen werde. Okay, dann... Oh, Moment, da hinten ist auch noch was am Leuchten. Lalala, wir versalzen mal die Suppe. Soll ich das essen? Cool. Das ist cool. Oh, mein Dragon, you're here. Oh, ich liebe es, wenn die ganze Stadt so zusammenkommt. Du nicht auch? Can't wait to chat again. Wanna cook together? Mir ist nicht entgangen, dass du früher mit Seki aufgetaucht bist. Oh. Hör zu, ich bin keine Petze, aber sei vorsichtig, wie sehr du dich mit ihm einlässt, okay? Gotta run. Soup's on. Soup's on. Genau, genau, genau. Was haben wir denn hier? Das hat doch gerade auch noch so geleuchtet. Können wir aber nicht mehr benutzen. Schade. Hallöchen. Everything going well? Gameplayerin, schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich hätte mich fast selbst vergessen, wenn ich ehrlich bin. Was? Wie man sieht, dass Kenley das alles jedes Jahr an einen anderen Datum... Ach so, wenn man sieht, dass Kenley das alles jedes Jahr an einen anderen Datum veranstaltet. I'll save you a seat by the hearth. Okay, aber warte mal, wenn ich öffne den Laden, dann hat er nur seine normalen Sachen da drin. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nur wissen. Here to join me. Kind des Phönix, ich hoffe, du hast einen angenehmen Abend. Ich weiß, dass ich den habe. If you'll excuse me, I need to clear my mind. Why are the hours ticking by so slowly? Muss ich etwa eine Essensschlacht anfangen oder so? Toodles. Das kann ich auch noch alles essen. Ich bin nachher kugelrund. Today is a good day for engaging. Hallo, Gameplayerin. Bist du auch gekommen, um die soziopolitische und wirtschaftliche Vereinigung der Majari zu feiern, die unser schönes Dorf regiert? Ach, darum ging's. Das ist schon so lange her. Ich kam hier, um Kaugummi zu kauen und Schlüssel zu stehlen. Und mir ist der Kaugummi ausgegangen. Oh je, ich werde dich sofort informieren, wenn ich mehr von diesem Gummi bekomme. Ich fürchte, Kenley könnte einen so gravierenden Mangel nicht vorhersehen. I shall store this conversation in my room working. Mach das, mach das. Die Frage ist jetzt nur, können wir jetzt mit ihr nochmal reden? Was geht da vor sich? Ich werde den Katerer feuern. Oh, leave me to my duties. Okay, ich schätze, ich muss ihm jetzt doch Bescheid geben, oder? Achso, ich dachte schon, er ist schon unterwegs. Wo ist er denn? Hier. Anything fun going on? Ha, die Suppe aufpeppen, was? Klasse, ich hätte Ashes Gesicht sehen sollen. Hier ist der Schlüssel. Komm, lass uns nach draußen gehen. Ich weiß genau, wo sie die Batterie versteckt hält. Wenn du irgendetwas hast, das als Beweis für unsere kleine Eskapade dienen könnte, nehme ich das auch mit. Zu unserer Sicherheit, weißt du? Ich hole mir die Batterie und treffe dich dann auf deinem Grundstück. Okay. Ja, und wir werden auch direkt auf unser Grundstück verfrachtet. Sehr schön. Anything fun going on? Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns am Tempel. Wie, das war nicht Teil des Deals. Doch, das war... Ach so, dass er dabei ist, nicht. Mit kostenloser Batterie meintest du also nicht kostenlos? Jetzt hast du es kapiert. Siehst du, deshalb mag ich dich, Gameplayerin. Ich lese immer zwischen den Zeilen. So wie ich das sehe, habe ich die ganze Arbeit geleistet, um diese kleine Batterie zu beschaffen. Und dann die halbe Arbeit, um sie wieder zu beschaffen. Ich würde sagen, das gewährt mir ein kleines bisschen Zugangsrecht. Nicht wahr? Und so ein großer Tempel ist wirklich ein Kulturgut. Er gehört uns allen. Also bis dann. Komm nicht zu spät.
ein neuer Beziehungsstatus. Sehr schön, sehr geil. Come back for some good deals, pal. Ja, 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 alles gut, alles klärchen. Ja, geil. Ist aber, glaube ich, nur 3, ne? Wir sind auch nicht auf 4 bei ihm, weil der war ziemlich... Ja, ja, ist jetzt auf 3. Und er hat auch noch eine neue Quest für uns. Mega. Ich denke mal, dass die neue Quest dann was mit diesem Tempel zu tun hat. Und halt der Batterie, die ich jetzt bekommen habe. Ah ja, steht ja... Moment, Silberschwingen-Stil. Trifft Seki im geheimnisvollen Tempel. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Tür war. Aber mir ist vorhin ein Tempel über den Weg gelaufen. Mal gucken, ob der das gewesen ist. Aber ich würde sagen, da das wahrscheinlich dann auch wieder eine längere Sache wird im Tempel, mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.